Hallo und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Ich habe mal wieder einen Werbeflyer in der Hand gehabt. Und zwar einen Werbeflyer zur aktuellen Wahl. Und da ging es darum, es ist das größte Geschenk eines Menschen, wenn er lächelt. Lächelnde Menschen verstrahlen Lebensfreude. Und ja, ganz toll. Mein Ziel ist es, beste Chancen zu ermöglichen. Und ja, schön. Schön, beste Chancen ermöglichen. Ich würde gerne meine Heimat stärken. Ja, auch schön. Was war noch? Richtig. Euch die besten Chancen geben, damit ihr gut vorankommt. Klingt gut. Ich habe mal so meine Chancen mal so ein bisschen ausgerechnet. 2002 ungefähr 1000 Euro verdient, netto. Ungefähr 350 Euro Fixkosten für Wohnung, Strom, Gas und Internet. So, alles zusammen ungefähr 350 Euro. Bedeutet etwa 600 bis 650 Euro. So in etwa hatte ich für mich zum Ausgeben. Das war 2002. 2019 ungefähr 1100 Euro verdient. Etwa netto. Ungefähr 1100. Fixkosten, also wieder Miete, Strom, Gas, Internet. Das sind so die wichtigsten Sachen, kommen noch ein paar Sachen dazu, aber es ist im Grunde genommen ungefähr gleich geblieben. Fixkosten 2019 ungefähr 750 Euro, Tendenz eher steigend. Jo, das ist doch mal eine Zukunft. Das ist doch mal eine Perspektive, oder? Wenn ich jetzt auch noch selber vorsorgen soll von diesen 250 oder 350 Euro, die ich noch als Spielraum habe, wenn ich davon jetzt auch noch vorsorgen soll, essen soll, Kleidung kaufen soll und so weiter, dann wird's schon ganz schön knapp. Also wenn ich mir von den 1100 Euro noch selber eine Monatskarte kaufe, dann habe ich für den ganzen Monat 65 Euro zum Ausgeben. Nur mal ungefähr, dass man sich das so vorstellen kann. Jetzt kann man doch sagen, ja, dafür gibt es doch Hartz IV. Dafür gibt es doch das Arbeitsamt auch. Nee, das Arbeitsamt und Hartz IV. Hartz IV ist eine Grundsicherung. Die grundlegendsten Bedürfnisse sollen gesichert sein. Hartz IV ist nicht dafür gedacht gewesen, dass man von seinem Arbeitgeber nicht die Monatskarte bezahlt bekommt und die Allgemeinheit bezahlt das dann. Hartz IV ist auch nicht dafür gedacht gewesen, dass mich eine Arbeitsstelle aus Oldenburg anruft oder eine Firma aus Oldenburg anruft. Ich wohne in Wilhelmshaven. Können Sie gleich vorbeikommen? Ja klar, ich gehe eben aufs Arbeitsamt und hole mir eine Fahrkarte. Ihr wollt die ja nicht bezahlen. Dafür ist das auch nicht gedacht. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, wer die Musik bestellt, der muss die Musik auch bezahlen. So. Das heißt, wenn die mich nach Oldenburg hinbestellen und wollen ganz gerne mit mir sprechen, dann haben die gefälligst auch bitte schön die 25 Euro Tageskarte oder die 20 Euro, 10 Euro hin und 10 Euro wieder zurück, was die beiden einfachen Fahrten kostet. Dann haben die das auch bitte schön zu bezahlen. Aber nein, der Gesetzgeber hat ja ein Schlupfloch gefunden oder gelassen. Wenn die Firma reinschreibt, wir zahlen Ihnen die Karte nicht, und das schreiben Sie rein, wenn die dir eine E-Mail schicken, bitte kommen Sie, so, dann zahlt das die Allgemeinheit in Form von Hartz IV. Siehste. Lebensfreude, Mut, ein Lächeln ist das Schönste, was der Mensch schenken kann. Ja, kann man alles drei nicht essen. Lebensfreude, Mut und ein Lächeln
kann man leider alles nicht essen, aber es ist angeblich das Schönste. Geile Politik, herzlichen Glückwunsch. Wir müssen was ändern, Deutschland geht kaputt und die Menschen mit. Wir müssen was ändern, wir müssen es komplett anders aufziehen.